Ja, es ist dunkel geworden. Verdammt. Ich hatte gedacht gehabt, so, wenn ich wieder da bin, ist noch hell. Dann gehen wir einmal hier schlafen kurz. So. Bis es wieder hell ist. Obwohl, wir könnten auch mal ein bisschen. Ne, wir holen erstmal die Jägerin und das andere. Dann bauen wir unsere Hütte nur noch ein bisschen weiter aus. Würde ich sagen. So, ist jetzt. Jetzt ist hell. Beziehungsweise ein paar Fackeln. Was brauchen wir nochmal für Fackeln? Solche Wandfackeln? So, Lichtquellen. Hier. Harz, Holzscheite und Stofffetzen. Haben wir auf jeden Fall. Machen wir ein paar mehr. So. Holz haben wir hier. Stofffetzen haben wir hier auch jede Menge. Harz müssten wir hier haben. Wir haben nur ein Harz? Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das eben ganz kurz sein. Machen wir das später. Sehen wir zu, dass. Was? Habe ich noch was im Rucksack gehabt? Teer. Wo hatten wir Teer? So. So, mit dem Hausausbau werden wir auf jeden Fall dann doch später weitermachen. Oder ich würde sagen, den lassen wir vielleicht erstmal so, bis wir irgendwo eine Stelle finden, wo es sich mehr lohnt, ein Haus zu bauen. Ah, guck mal. Da, wo es vorher rot war, ist jetzt blau. Das heißt, wir können jetzt weiter. Wir können definitiv jetzt weiter. Ist das Miasma oder einfach nur Nebel da vorne? So. Wir gehen aber den Weg unten rum, weil wir, wenn wir Gegner antreffen und so, wir sind ja jetzt Stufe 4. Wenn wir jetzt unten rum gehen, können wir noch ein paar Gegner antreffen, kaputt hauen und dann nochmal irgendwie Erfahrungspunkte sammeln. Aber wir werden definitiv umziehen. Und wenn ich dann irgendwie umziehen, also sobald ich anfange umzuziehen, da hatte ich ja auch schon mit der lieben Hel, die streamt ja auch momentan Enshrouded und nimmt das ja auch auf, lädt das hoch. Ich hatte ja mit ihr auch gesprochen gehabt, so, sobald ich umziehe, kommt sie auch gerade vorbei. Weiß nicht, ob sie das dann auch aufnimmt, aber wenn ich bei ihr dann mithelfe, werde ich definitiv das im Stream auch machen und mit aufbauen, quatschen wir dann. Dann würde ich auch den Carsten, den solchen Kobold, auch noch mit dazu holen. So. Und mal gucken, wer noch. Vielleicht den Drago auch noch. So, dann kann man umziehen, dann irgendwie mal gemeinsam auch einen Stream machen, so eine Aufnahme, so ein paar Folgen. Wir wollen diese Richtung. Fall. Ah, hier haben wir wieder einen Weg. Ich mag die Klinge vom Design her. Ich habe dich noch gehört. Hier noch einer? Nö. So, kurz auf die Karte gucken. Ist das überhaupt der richtige Weg, den ich hier gehe? Bin ich hier richtig? Salzquelle entdeckt.
vorne wurde auch wieder was getötet. Hier sind noch mehr von denen. Autsch. Aua. Oh, ich spür das. Wo ist denn der andere? Da. Fängt schon gut an. So, nehmen wir mit. So. Ist das jetzt raus aus dem Miasma? Ja, hier bin ich aus dem Miasma raus. Okay, perfekt. Ich glaube, ich muss da hoch. Kann das sein? Da wird auch wieder was getötet, jede Menge. Und hier haben wir noch so ein Leuchtfeuerding. So, wir gehen aber den Weg hier hoch. Ich will jetzt nicht da runter. Ist das auch wieder Miasma oder nur Nebel? Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt so einfach da hoch können, oder irgendwie ein riesen Umweg das ist. Aber ich finde das mega cool. So eine Burg auf dem Berg. Guck mal. Wozut, danke für den Raid. Einen Moment. Was habt ihr denn so gespielt? Danke erstmal für den Raid. Habt ihr auch Enshrouded gespielt? Also, ja, ich spiele das jetzt auch, jetzt glaube ich mein zweiter Stream. Boah, mega, wie weit seid ihr denn schon? Hi, hi Trillimon. So, einen Moment, ich muss mir das eben notieren, dass ich dann beim nächsten Mal, wenn ich sehe, dass du, warte mal, ich gebe dir auch mal ein Follow. Einen Moment. So. Ich notiere mir das eben. Dann beim nächsten Mal kann ich auch mal zurückraiden. Jo, guten Morgen. So, beim nächsten Mal, wenn die Gelegenheit ist, raide ich mal zurück. Dankeschön auf jeden Fall, dass ihr auch vorbeigeschaut habt und auch an mich gedacht hattet. Wie weit seid ihr auf jeden Fall? Was habt ihr bisher gemacht? So, hier kann ich schlafen, was ist das? Nägel! Perfekt. So, hier wieder alles mitnehmen. Relativ weit, aber auch nicht. Okay, was heißt das? Also, von der Map her, bei mir ruckelt es ein bisschen, wenn ich so rauszoome hier. Sorry dafür auch erstmal. Ich bin gerade mal vielleicht so weit, kann man sagen. Also, von der Story nicht wirklich? Stufe 4? Ah! Spiel, bei euch war der 7. Stream. Ah, okay. Bei mir der 2. Aber das hier ist jetzt der 1., den ich jetzt quasi für YouTube aufnehme. So, ich bin da also auch nicht wirklich weit. Spielt ihr das allein? Also spielst du das alleine oder mit Leuten zusammen, mit Freunden oder so? So, noch ein Ball, perfekt. Kann ich wieder zerkleinern. So, Zellen, genau. So. Ich lese dort auch immer hier gerne, ihr spielt zu dritt. Heute aber nur zu zweit. Ah, okay, jemand keine Zeit gehabt oder irgendwie, keine Ahnung, verhindert oder so. So. Ich lese aber solche Dinger immer hier vor. Deswegen, nicht wundern. So. Die Wiederentdeckung eines alten Anblicks. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal den Sonnenuntergang auf dieser Seite der Berge erleben würde.
Als ich jung war, war die Abenddämmerung noch heller. Ein leuchtender Vorhang aus Lavendel oder Traube. Eine Mischung aus Mandarine und Ringelblume. Ein blühendes Rot vor der Dunkelheit. Jetzt ist alles grau. Ich bete, dass die Erbauer die nördliche Karawane mit ihrem Licht beschützen. Ich glaube an Cyrus. Blutwacht ist in Sicht. Meine Leute sind müde, aber wir können nicht rasten. Wir müssen für jede Seele, die wir verloren haben, noch härter werden. Und ich habe gelernt, dass wir schnell sein müssen. Ich habe ein seltsames Gefühl, diese Furcht nicht verweilen zu können, dass ich wieder allein bin. Warum kann ich diese Angst nicht abschütteln? Nein, diese Vorahnung? Königin Jasmina. So, nicht wundern, dass ich immer vorlese. Also, ich lese sowas immer gerne vor. Weil, sagen wir mal so, ich habe auf YouTube deutlich mehr Zuschauer als hier auf Twitch. Bin auch auf YouTube auch deutlich länger unterwegs, sagen wir mal so. So. Ja, aber wie findet ihr bisher das Bausystem oder das Spiel an sich? Also ich feiere das momentan. Also klar, jetzt heute habe ich nicht viel gebaut, also beziehungsweise gar nichts gebaut, eher nur erkundet. Aber das Bausystem feiere ich. Ich spiele das übrigens auch mit Controller, also statt Maus und Tastatur, weil ich das Kämpfen mit Controller hier deutlich angenehmer finde. Ist das überhaupt der richtige Weg? Hier ist auf jeden Fall wieder Schrein der Flamme. Ich geh mal dahin. Find das Spiel aber auch echt cool. Schöne kleine Meisterwerke. Boah, da bin ich gespannt, was die genau gemacht haben. Ich werde demnächst mal bei dir auch mal reinschauen. Vorsut. Spricht dein Name überhaupt richtig aus? Vorsut oder Vorsut? Oder wie spricht man es aus? Ah, da ist er hin. Oh, Alter. Der hat mich jetzt da getroffen. Hier noch jemanden? Werde ich hier noch irgendwo angegriffen? Ich glaube nicht. Ne? Ah, habe ich richtig ausgesprochen. Okay. Haben sonst schon einige Missionen und viel freigeschaltet, aber es wartet noch viel. Ja, ich habe auch Angst davor zu erfahren, was hier noch alles auf mich zukommt, was Bauen angeht und so. Aber ich werde bei dir definitiv mal reinschauen, weil ich neugierig bin, was die Leute hier alles bauen. Ich habe bisher noch nur eine kleine Hütte gebaut und hier Balthasar und... Boah, ich dachte schon, ich falle hier in den Tod. Balthasar und, wie hieß der Schmied nochmal? Auf jeden Fall den Schmied. Einfach mal in meine Hütte damit reingepackt. Und bin eigentlich jetzt auf dem Weg, die Jägerin noch abzuholen. Also, wirklich weit bin ich auch noch nicht. Also, quasi kann man sagen, gerade angefangen. Ach so, ich bin wieder hier. Ja, super. Ich dachte, ich wäre schon ganz woanders. So. Wo geht's nochmal hoch? Da geht's hoch. Und hier. Hier geht's auch nochmal hoch. So, wisst ihr eigentlich schon, wie groß das Baumaximum ist? Also, wenn man alles aufgewertet hat und so? Wisst ihr das schon? Weil ich würde auch gerne irgendwann mal hier auf jeden Fall umziehen. Ich bin ja immer noch, was die Karte angeht. Hier immer noch im Startgebiet. Also da, wo man anfangs baut. Aber so groß wie die Map ist.
weiß ich nicht, was da noch alles zu, auf einen zukommt und wie groß man bauen kann. Ah, das ruckelt. Sorry. Sorry dafür, dass es ruckelt. Ah, okay, also immer noch Startgebiet. Ja, irgendwie. Ich weiß nur, dass, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht auch Hel? Hel's Life, Hel's Play? Die hat heute schon angefangen, umzuziehen. Glaube ich, war das heute schon. Und, sie ist ja auch eine meiner Moderatoren und selber Streamerin. Und, die hat hier irgendwo auch noch ein richtig geiles Gebiet gefunden. Irgendwo da. Anfang ist 40x40, ja, das ist halt klar. Ich bin jetzt, glaube ich, auch bei 80x80x80. Ihr könnt schon 180x180. Wow. Okay, da muss ich erstmal noch hin. Ich bin gerade 100 weniger. 100 Blöcke weniger. So, ich raffe jetzt aber gerade nicht, wie ich jetzt hier weiter nach oben komme. Oder muss ich vielleicht durch die Höhle? Ich glaube, ich muss durch die Höhle. Ah, die Viecher wieder. Die Krabbelviecher. Ah, nein. Ich vergesse immer, dass die Dinger explodieren. Da lang. Ah, da ist die nächste Fackel. Ja, ich bin heute auch auf jeden Fall erstmal noch groß am Erkunden und hier Dings ein bisschen questen. Und bauen werde ich wahrscheinlich erst beim nächsten Mal so richtig anfangen. So, bitte sag mir, dass hier jetzt das mir erstmal vorbei ist. Nee. Hier ist noch nicht vorbei. Okay. Alter, wie krass das aussieht mit Tageslicht hier. Yo, Stufe 5? Ist hier noch einer, ne? Alter, Stufe 5. Ich bin erst Stufe 4. Ich glaube, ich soll hier noch nicht sein. Ja, das ist mir auch aufgefallen hier von Gothic. Aber es sind auch Soundtracks von anderen Spielen mit bei. Mir ist auch zum Beispiel auch Assassin's Creed Origins und von Zelda ein paar Soundtracks aufgefallen. Also Gothic mega. Ich habe erst Ende letzten Jahres das erste Mal überhaupt Gothic gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin noch ein Gothic-Anfänger, kann man auch so sagen. Also noch neu. Habe auch erst seit kurzem mit Gothic 3 angefangen. Ohne Götterdämmerung. Aber ja, ist mir auch aufgefallen. Und der Freddy, der vorhin auch noch irgendwann mal da war, dem ist das auch aufgefallen, dass hier Soundtracks von Gothic vorkommen. Sind ja aber auch lizenzfreie Soundtracks. Die kann man einfach so benutzen. Da ist bei diesen Sounds ist ja kein Urheberrecht oder sowas drauf.
Ist ja genau, also beziehungsweise so ähnlich wie bei Palworld. Da durften ja auch dann die die Entwickler hier, die Dings, die Pokémon, sag ich jetzt mal, nehmen, die nicht patentiert oder lizenziert wurden. Weswegen auch Nintendo da bis jetzt nichts gegen machen konnte. Haben die sich auch schlau angestellt. Ansonsten wäre das jetzt noch lange vor der Veröffentlichung eingestampft worden. Meine ich. Ach, Entroder ist auch von deutschen Entwicklern? Das wusste ich jetzt nicht, dass das von deutschen Entwicklern ist. Klar, was mit Piranha Bytes jetzt passiert, finde ich zwar schade, dass sie jetzt kurz vor der Schließung stehen, aber immer noch Hoffnung haben. Das finde ich gut, dass sie noch Hoffnung haben. Oh, ich glaube, das war keine gute Idee. Kann ich hier so entlang, ohne runterzufallen? Jetzt die Frage, ist das oben oder unten? An dein erstes Mal Gothic. Darf ich fragen, wie lange dein erstes Mal Gothic her ist? Bei mir ist das wirklich vielleicht ein halbes Jahr oder so her. Und auch direkt mit Gothic 1 angefangen. Yo. Noch ein Wolf. Boah, ich muss aber auch sagen, Gothic, ich liebe diesen trockenen Humor da. So, vor allem, die sprechen da auch einfach anders als 2001 oder 2002 war es bei dir. Ah, schon so lange? Dann hast du auch wahrscheinlich, kennst du auch mittlerweile jedes Geheimnis, die dort in dem Game zu finden gibt. In Gothic. In der Schulzeit. Wo sind die Bienen? Machen die bei dir auch immer so Probleme, die Bienen? Ich finde die schrecklich hier. Ich werde hier mal von denen gejagt. Okay, damals. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch nicht alles verstanden von Gothic beim ersten Mal. Vor allem, ich habe auch den Fehler gemacht, nie die Bücher zu lesen. Deswegen mir bei meinem ersten Mal hier die Romanin-Questline flöten gegangen ist, sagen wir so. Und als ich die dann davon überhaupt erstmal erfahren hatte, dass ich die gab, fand das so spannend, das dann irgendwie zu verfolgen, auch wenn es nur Bücher sammeln war. Standort oben, da ist es. Das muss sie finden. So, auf das die Flammengeborenen Schutz bieten. Unvorhergesehen, die Menschheit ist vergänglich. Nichts als ein kurzer Moment, ein längst getätigter Atemzug, ein Blinzeln. Und dennoch, trotz ihrer Sterblichkeit, haben sie Feuer erschaffen. Eine eigene Flamme, die dem bevorstehenden Sonnenaufgang entgegenleuchtet. Okay, das haben wir dann auch geschafft. Mal eine Frage, was hältst du eigentlich von dem Gothic Remake, das ja kommen soll? Da will ich jetzt das nächste hin. Kommt ja, glaube ich, Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Wieso das Zocken? So. Gothic 1, das Remake. Leider zwar nicht mehr von Piranha Bytes, was ich schade finde, aber
Ich werde es definitiv zocken. Boah, ich merke gerade meinen Hals. Entschuldigung. Komm ich da? Ja, da komme ich wieder. Wieshof. Ist das hier das, was ich gesucht habe, oder wie? Oh, Truhe. Eiskernzauberstab. Und noch ein Zettel. Plötzliches Gemetzel. Ich hätte wach sein müssen, war es aber nicht. Sie stürmten unser Nachtlager mit nie dagewesener Grausamkeit. Ihr Fell war mit blutroten Flecken gesprenkelt, verblasst zu verfilztem Rost. Wir waren in ihr neues Territorium eingedrungen. Etwa die Hälfte meiner Brüder und Schwestern ist tot. Absinth, verrottete Lakritze, ein ekelhafter und bitterer Belag, der meine Lippen betäubt. Ich habe für sie gekämpft. Ich habe meine Axt für sie erhoben. Meine Rüstung ist fort. Meine Hände sind für immer rot gefärbt. Wir hätten das Gebiet der Vuka nie betreten sollen. Mutter, bitte verliere nicht die Hoffnung. Durch unsere Adern fließt dasselbe Blut. Ich werde das überstehen, für meine Untertanen, und ich werde nie wieder versagen. Jasmina. Wenn das Remake gut wird, freue ich mich, aber ich bin skeptisch. Wenn die Atmung gut eingefangen wird und die Charaktere gute Sprecher haben und das Kampfsystem angepasst ist, aber auch gut. Ich hoffe auch, dass die das nicht vermasselt. Stufe 9, was? Ich glaube, gegen Stufe 9 komme ich noch nicht an. Nein! Jetzt stecke ich hier fest, ne? Komme ich hier nochmal hoch? Kann ich mich irgendwie retten? Ja! Ich komme hier wieder hoch. Perfekt. Boah, ich dachte, ich stecke da jetzt fest. Gegen Stufe 9 komme ich noch nicht an. Ich spring mal da. Na, aber ich hoffe auch auf jeden Fall, dass das Remake gut gemacht wird. Also ich werde das definitiv zocken, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich das im Stream, für YouTube oder privat mache. Kann ich noch nicht sagen, aber ich werde es definitiv zocken. So, einfach um zu schauen, wie das einfach ist, das Gesamtwerk. Da ist wieder was zu lesen. So. Obeliskeninschrift. In der Tat weist der Obelisk dieselben Zeichen auf wie jene, die wir im Ödland untersucht haben. Dies deutet auf ein formales Schriftsystem hin, das aus Logogrammen und Silbenschrift besteht, was meine Hypothese nur bestätigt. Bestimmte Lexigraphen wiederholen sich, was auf einen thematischen Konsens hindeutet oder auf einen begrenzten Wortschatz. Ich sehe jedoch einzigartige Zeichen, die auf dem östlichen Obelisken nicht zu sehen waren. Ein Dialekt? Wie üblich kann ich die Sprache nicht entziffern. Enttäuschend, aber nicht überraschend. Lorraine Klimt. Wieder ein neuer Name. So, kann ich hier schlafen? Es ist noch nicht dunkel genug. Okay, schauen wir mal, was... Warte mal, wie weit müssen wir noch? Oh! Krypta der Erbauer, da bin ich schon lange dran vorbei. Ja, super. Ist mir nicht aufgefallen. So, dann gleiten wir einfach da. So, gleiten wir wieder durchs Miasma. Und
Und ich hatte gedacht, das liegt mitten auf dem Weg. Da können wir mit einsammeln. So, jetzt wird's dunkel. Und da sind schon die ersten Gegner. Die sind aber viele von denen. Ich loote die einfach mal mit. Okay, hier sind schon sehr viele von denen. Sehr, sehr viele. Da hinten sind auch noch wieder welche. Komm, wir hauen die kaputt. Liegt das am Schwert oder? Oh, der hat auch ein rostiges Kurzschwert. Wozu? Danke für den Follow. Ah, ich habe die Sound, die Dings, Alerts nicht an. So. Jetzt sieht man das. Jetzt sieht man das. Ich habe die gar nicht angehabt. Dankeschön auf jeden Fall. Ich habe dir ja auch schon gerade eins da gelassen, deswegen, ich werde bei dir definitiv auch vorbeischauen. Wann sind eigentlich deine Streaming-Zeiten, wenn ich mal fragen darf? Wann streamst du so? Dann kann ich auch ein bisschen, sagen wir mal so, auch ein bisschen Werbung für dich auf YouTube machen. So, also über YouTube. Das hier kommt ja eh auf YouTube, dann könnt ihr auch sehen. Und so wird es. Und vielleicht der ein oder andere Zuschauer verirrt sich dann auch mal bei dir in den Stream. So, da haben wir auch noch welche. Standort da oben. Ah. Hey, hier geblieben. So. Auch mal mitnehmen. In der Woche meistens ab 18, 19 Uhr. Ah, okay. 18, 19 Uhr. Ja, das sind auch irgendwie immer meine Zeiten. So, meistens gegen 18 Uhr. Da muss ich dann mal vorbeischauen, wenn ich selber nicht am Stream bin. Aber wenn du, schreibt mir, hast du Discord, dann schreib mir mal eben per Flüsternachricht in Discord, dann komme ich da mal vorbei. Dann sehe ich mal deinen, Streamingplan. Und wer weiß, vielleicht kann ich auch ein bisschen ärgern bei dir im Stream. Ich weiß nicht, wie offen du für sowas bist. Aber ich bin jemand, ich ärgere gerne Leute. Was leuchtet da grün? Was ärgern heißt bei mir? Also keine Sorge, ich hau keine sexistischen oder rassistischen Sprüche raus. Keine Sorge, sowas nicht.
Da bin ich auch selber gar kein Fan von. Aber vielleicht den einen oder anderen sarkastischen Kommentar, der könnte wohl auch auftauchen. So, was ist das? Rostiges Kurzschwert. Kann ich das zerlegen? Ja. Was ist das da? Geschärftes Breitschwert. Den würde ich mal beibehalten. Die nutze ich nicht. Brauche ich nicht. Was ist das? Ach so, der hat einfach nur eine grüne Blume oder sowas ähnliches. Mit. Tierfell? Waren das Tiere? Segen erhalten. Vuk'ar. Habe ich bekommen. Okay, was ist Vuk'ar? Ziehen wir auf den. Ich lese das sofort, was du geschrieben hast. Okay, hier sind keine Gegner mehr. Gut, dann kann ich jetzt lesen. Alles klar, dann Vosut. Dir noch eine gute Nacht. Schlaf schön oder was auch immer du noch jetzt so machst. Dann sehen wir uns auf jeden Fall. Also ich werde definitiv, sobald es mir möglich ist, bei dir mal vorbeischauen. Und danke nochmal für den Raid. Dann schlaf gut, hab noch einen schönen Abend, noch einen schönen Restwochenende, auch wenn das in einer Dreiviertelstunde vorbei ist. Ich glaube, ich laufe hier falsch. Kann das sein? Beziehungsweise ich renne mal eben nochmal zu den Zelten. Vielleicht kann ich da pennen. Bis dann auf jeden Fall, Vosut. Achso, ich habe da jemanden vergessen zu looten. Kann auch mal vorkommen. Haben die hier Betten? Das sieht aus, als wäre da ein Bett. Ja, kann ich. Okay, jetzt ist die Frage, wie komme ich da hoch? Das sieht aus, als kommt man da hoch. Ist das auch ein Weg dafür? Oder ist das nur, um hier anzugreifen? Ich glaube, das ist nur zum Angreifen. So heimlich. So, dann schauen wir hier nochmal. Ja, da haben wir einen Weg. Da haben wir. Achso, und nochmal kurz. Vielleicht was essen. Kriegen wir nochmal ein bisschen Bonus. Das auch. Ich brauche jetzt aber etwas, um mein Schwert zu reparieren. Ein Amboss wäre jetzt echt gut. So, südliches Karawanenlager. Ja, hier waren wir schon. Wie kommen wir da hoch? Das ist jetzt die Frage.
Da chillt wieder jemand. Der hat uns aber noch nicht gesehen. Was ist das da hinten? Achso, das ist einfach nur ein bisschen Miasma-Zeugs. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein Tier oder sowas. Elixierbrunnen. Wir sind wieder hier. Aber ich glaube... Ich glaube, wir kommen nicht anders da hin. Ich glaube, das muss schon doch über die Brücke sein. Über... Ich sag mal gar nichts. Ah, mein Schwert ist hinüber. Autsch. Wo ist die Brücke? Wo geht's nochmal zur Brücke? Hoppala. Ist schon mal der falsche Weg. Ich muss in die Richtung. Nach Westen. Die Dinge explodieren gleich. Für euch habe ich keine Zeit, tut mir leid. Ja. Ja, so kommt man gerne hoch, ne? Wir jetzt schon eigentlich bei mir in der Hütte? Ja, sind wir. Wir sind bei mir. Wir sind zu Hause. Okay. Kann ich einmal mein Schwert reparieren und alles andere einlagern? So. Schwert ist repariert. Altar aufwerten. Miasma-Seele fehlt mir. Hier. Miasma-Holz. Plünderer Mutterkopf. Hunken, Salz, Wachs. Ich glaube, da fehlen mir noch ein paar Zutaten für. Aber ich glaube, um zur Jägerin zu kommen, müssen wir über die Brücke. Ach, ich wollte einlagern.
die haben nichts Neues zu bequatschen. Warte mal. Jetzt habe ich die Schuhe. So habe ich das Ding da gehabt. Das zerlegen wir dann einfach mal. Lassen wir weg. So. Da brauchen wir auch nicht das Schild. Warte, habe ich jetzt meine Pfeile hier auch noch reingetan? Ja, habe ich. Nein. So. Okay, holen wir uns noch die Jägerin eben. Ganz schnell. Ich glaube, das da ist es schon. Der. Alles mitnehmen natürlich. Gucken wir mal. Ah, da vorne. Da müssen wir hin. Also erstmal. Alles in Stufe 1 Gebiet jetzt einfach. Die Erde ist reich an Mineralien. Baue Erzadern mit einer Spitzhacke ab, um Erz zu halten. Einige Erze sind nur in den Tiefen des Miasmas zu finden. Ah, gut zu wissen. So, apropos Miasma. Hier haben wir ein kleines Miasma-Gebiet. Was ich mal ausprobieren will, ist... das zerstören... Okay, die Pilze bilden sich wieder neu. Okay. Schade, ich hatte gehofft gehabt, vielleicht könnte man sowas vernichten. In dieser Art. So. Dann haben wir hier noch was. In dem Gebiet. Ich glaube, ich muss da wirklich so. Nein, ich schaff's nicht. Kann ich da vielleicht... Ah, im Miasma kann ich nicht schnell reisen. Ich muss hier raus. Okay,
Das ist sehr interessant. Das wusste ich jetzt gar nicht. Ich finde das ja gerade wirklich sehr interessant, dass man aus dem Miasma keine Schnellreise machen kann. So, der ist wieder da. Siegerring des Wächterältesten. So. Brauche ich nicht mehr. Ich habe denselben schon zweimal. So, aber wenn wir jetzt hier sind, müssten wir hier doch zumindest schnell reisen können, oder? Würde ich hier hin schnell reisen wollen? Und von hier oben dann mal in Richtung zur Quest fliegen wollen. Vorausgesetzt, ich habe genug Ausdauer dafür. Mal gucken. Könnte sich aber auch als schwierig erweisen. Und da ist auch noch eine Dingshütte, also Hausruine wieder mal. Okay, so geht's auch. So, was gibt's da in dem Haus? Ich glaube, das hier kenne ich noch gar nicht. Moinsen, jemand zu Hause? Alter, Giftschaden? Wie lange hält das Gift an? Nehmen wir mit. Okay, wir gehen wieder raus. Ich hatte jetzt irgendwie mehr erhofft. Obwohl, warte, es müsste eigentlich auch nach oben gehen. Wo geht's denn hier nach oben? So. Au, erledigt. Hier kommt man hoch. Gibt es außen einen Weg? Das sieht aus, als gäbe es hier mal einen Weg. Oder hat es mal einen gegeben? Wird wohl nix. So, dann bleiben wir mal wieder auf der Straße hier. Das ist das, wo wir hin wollten. Gehe ich mal von aus. Oder da hinten hin. Okay. Ich dachte, das war jetzt der Turm. Und nicht der ganze Palast hier hinten.
gucken, wie viele Gegner es hier gibt. Hier gibt es auf jeden Fall einiges an Wölfen. Aber sowas würde ich gerne mal als was Eigenes bauen. So was Großes. Achso, ich dachte schon. Da hinten haben wir wieder so einen großen Gegner. Ich hoffe, der ist nicht allzu schwer. Ach, das sind Wookies! Das sind einfach ein paar Wookies. Hier ist Lava, okay. Da ist ein großer Wookie. Okay, find ich cool, dass hier auch Wookies drin sind. Gibt es bestimmt dann auch irgendwo hier ein Laserschwert oder sowas. Stufenaufstieg 5. Ja, Mann. Jetzt können wir die Welt erobern. Und noch ein Fähigkeitspunkt. So. Wie viel haben wir? 2. Beim Angriff mit einer Nahkampfwaffe wird jeglicher Schaden um 10% erhöht. Und hier. Die Betäubungsleiste eines Gegners wird um zusätzlich 20% erhöht, wenn du mit einer Nahkampfwaffe in dessen Block schlägst. Stärke wird dann. Ich würde das hier erstmal machen. So, das ist jetzt dann erstmal so oder so sparen. Komm, auf Kondition. Ich glaube, wir machen erstmal den inneren Kreis hier. Ich habe noch keinen Schimmer, wie ich jetzt genau in welche Richtung ich skillen will. Und bisher bin ich ja eher ein Nahkämpfer. So. Wenigstens können die von Feuer machen, ne? Das haben die nicht verlernt. Was gibt's denn da oben? Au! Das finde ich jetzt super. Kann man einmal drumherum laufen. Nice. So, Heilungsstrom und Bandage. Wenigstens Harz. Kommen wir an den da ran. Looten, ohne getroffen zu werden. Ne, den kann ich nicht looten. Okay. Schade. Lass mich raten, ich muss das drücken. Was hat sich jetzt gebildet? Hat sich irgendwas geöffnet? Ah, da.
Fast. Fast hätte es geklappt. Ach, da oben ist auch noch was. Ja gut, dann versuche ich erstmal hier. So. So. Okay. Was gibt's denn hier? Okay, hier ist nur der Ausgang. Okay, hier gibt es jetzt aber keine Gegner. Krypta der Jägerin. Nehmen wir sie mit. Getrocknetes Feld plus 1 mehr unter Trockengestelle. Hieß hier? Speerhandschuh plus 14 mehr unter Jägerin. Ich glaube, ich gehe lieber nach unten. Versuche noch einmal da hoch zu kommen. Über den einen Weg. Nein! Boah, fast. Nein! Nicht genug Ausdauer. Ja, warten wir mal. So, jetzt. Ich hab eine Idee. Okay, Ausdauer hatte nicht gereicht. Okay, Ausdauer muss erstmal voll sein. Mit Sprint hat er schon gefunzt. So, wie voll wird das jetzt? Ich hoffe, das wird reichen. Ja! Wir haben es geschafft. Für was war das jetzt? Für was habe ich jetzt aufgemacht? Oder die Knöpfe gedrückt? So, was habe ich hier? Genau, den Zauberstab brauche ich ja nicht. Zerlegen. Jägerin wird zur Gejagten. Ich teleportiere mich mal nach Hause. So, mit der Flamme reden wir. Die Jägerin lebt. Vielleicht kann sie dir noch das ein oder andere über das Überleben in den verhüllten Ländern beibringen. Nein, das will ich nicht. Das wollte ich nicht. So. Atalans Krähe, die Jägerin. Ich pack sie mal hier hin. So. Die Welt der Lebenden ruft mich erneut. Ich bin eine Jägerin. Ich kann dir helfen zu überleben. Lass uns unsere Zeit nicht vergeuden. What's your wish? Was ist dein Wunsch? Gemeinsam überleben, Salz finden. Uns mangelt es an vielen Dingen. Ohne eine ständige Versorgung mit Salz wird es schwierig sein, Pilze zu konservieren. Ich bin vielleicht nicht von hier, aber ich kenne das Land sehr gut. Hier, ich werde einen Ort, an dem es Salz gibt, in deinem Tagebuch vermerken. Enttäusch mich nicht. Und gemeinsam überleben. Ich kämpfe schon lange genug ums Überleben, um zu spüren, wenn ich nicht alleine bin. Fühle, dass noch andere Schlafende auf uns warten. Und dass wir mehr tun müssen, als nur durchzuhalten. Wir müssen uns niederlassen, etwas anbauen, das Land wiederbeleben. Ich erinnere mich vage an einen Ort. Dort gibt es eine weitere Krypta der Erbauer. Geh nun, wir vertrauen auf dich. Das kann ich bei ihm machen.
Teile kann ich hier herstellen. Ah, perfekt. Trockengestell, Tierfell, Harzfackel, Wachsfackel, Speerset. Die will ich eher weniger. Teppiche. Oh, wie cool. Blutdonnerwüstling-Trophäe. So, das ist schon verbessert. Das ist auch schon verbessert.